Und herzlich willkommen zurück zu einer kleinen weiteren Folge von Let's Test the New, wie habe ich das genannt? Let's Test the New, was auch immer. Willkommen zurück zu einer Folge mit einem verrückten Namen. So, da hinten war das andere Licht, genau. Let's go. Ja, sobald es hell wird, bist du dran, mein Lieber. Warte nur auf mich. So, dann ist auch hell, oder? Ah, oh, mehrere Sachen, die hell sind. Okay, das aber hier, das sind so eine. Bin ich über einem Boot? Warum ploppen mir die ganze Zeit solche komischen Dinger auf? Was ist denn da los, Amanakolm? Man sieht halt nichts, aber ich glaube, das ist ein Boot. Ich glaube, eine Bootstruktur erkennen zu können. So, da war das andere Ding. Ah, ne, das ist auch bloß so ein Leuchtenblock oder was auch immer das ist. Schade. Das sah von da hinten vielversprechend aus. Siehst du, was ich noch gucken würde, gerne, sobald wir wieder ein bisschen am Strand sind, würde ich noch mal kurz in die MyTestConf.3 reingucken. Klar, in die MyTest. Schönen guten Tag, hier ist Onni. In die MyTest.conf reingucken, so. Mal gucken, wie meine aktuellen Einstellwerte sind. Und runter. Weil wie gesagt, glaube. Ist das Ganze gar nicht so schlecht eingestellt? MyTest.conf. Wie ist das? Irgendwas mit Mobs, ne? Remover Mobs, genau. Oh, okay, nee, hier ist der Wert noch relativ hoch. Dann setzen wir den mal auf 2. Weil bei dem Creative Server war der nämlich auf 2. Weißt du was, jetzt fürs Let's Play setze ich den mal auf 1 und dann später bei den aktuellen Servern, da werde ich den wahrscheinlich dann eher irgendwie so auf einen Wert von 10 setzen oder so. Weil wenn dann da 10 Spieler online sind und dann da 10-mal so viele Monster spawnen, dann ist da die Hölle los. Und deswegen da dann eher einen etwas niedrigeren Wert, also eine etwas höhere. Ist ja keine Wahrscheinlichkeit, ist ja keine Chance, sondern ist ja eigentlich das Gegenteil davon. Die Anti-Chance. Lass uns selber neu starten. So. Ist ja eher die Anti-Chance, weil das ja der Wert ist, durch den die Chance geteilt wird. Na? So, Server ist aktiv. Dann gehen wir jetzt mal rein und jetzt sollten ganz viele Monster spawnen. Also normal viele Monster spawnen. Ich kann mal wieder zumachen oder ich lasse ihn einfach mal offen. Kann nicht schaden. Login. Und Vollbild. Und OBS kackt ab. Wetten? Oh nee, hat er nicht. Nice. So, oh ne, okay. Wird schon wieder hell. So, aber jetzt sollten sie spawnen und so, ne? Los, ich brauche Schafe. Schafe. Mäh. Hafe. Hallo? 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 Schafe? Tiere allgemein, hallo? Schweine, Kühe, Ronnies? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich bin irritiert. Ich meine, ne, vielleicht brauchen sie noch ein bisschen, bis sie erst spawnen. Ich weiß nicht, wie hoch die Wahrscheinlich, also wie, ob es da irgendwie eine Anlaufphase gibt oder sowas. Aber ich sag mal so. Sieht schlecht aus. Gut, wir gehen jetzt mal hinten zu dem Boot nochmal, zu dem Schiff und dann gucken wir mal. Wenn wir jetzt zurückgekommen sind, ob es dann hier ein paar, also ob dann ein paar Tiere spawnen.
So, unser Boot war noch direkt am Strand. Sind wir einfach abrupt ausgestiegen. Blätter. Hallo, schneller! Schneller, dreh dich! Du faules Stück da! Ja, sehr gut. So. Und das Boot sinkt unter, statt aufzutauchen. Oh, nee, jetzt wird schneller. Wow, zu schnell! Wow, ich bin einfach durchgeschwommen. Gehen wir mal weg da. Genau so. Wir haben immer noch unsere Türen dabei. Bein. Die können wir jetzt einfach hier hinstellen. Und jetzt können wir in die Tür reingehen. Und das sorgt dafür, dass wir ein bisschen besser was sehen können. Wobei, so viel mehr sehen können wir auch nicht. Da gibt es auch noch einen Trick. Wenn ich jetzt nämlich hier reinbaue, kann ich jetzt hier an der Stelle eine Fackel hinbauen. Weil in der Tür funktioniert die Fackel leider nicht, weil die Tür auch kein Luftblock ist. Dementsprechend müssen wir hier ein bisschen tricksen. So, mal raufstellen hier so. Und dann gucken wir mal. Oh, Gold. Wow. Und Blätter. Wow. Ich bin entwowed. Was ist noch mehr Kisten? Ah, mit der Fackel ist es schon ein bisschen heller. Was geht hier rein? Jetzt bin ich quasi im Verlies oder was? Keine Wolle. Aber ich wollte doch die Wolle. Buch. Für was auch immer man die gebrauchen kann, ich habe keine Ahnung. Ja, ist ja gut. Wir sollten mal bei so jemandem was essen, ja? Nein. Danke. Damit sie unsere Herzchen wieder auffüllen können. Gut, also das war schon mal ein bisschen Reinfall. Hier gibt es keine Wolle. Sehr schade. Das heißt, wir sind wirklich darauf angewiesen, jetzt wieder noch mehr, viel mehr Kisten zu finden. Ja, oder Tiere zu finden. So, würde aber gerne mal. Kann man hier dieses Schiff kaputt machen hier? Danke. Ich will nicht in einem Schiff schwimmen, was halb untergegangen ist. So, da hinten war ja noch ein Frack, wenn ich das richtig erkannt habe. Ja, sieht so aus. Nee. Ach, das sind so Pflanzen. Oh Gott. Lol. Wow. Digga, was ist denn hier los? Guckt euch diese Wasseroberfläche an. Alter, was zur Hölle? Ist doch... Liegt das bei mir daran, dass ich irgendeine Mod drauf habe, die das verursacht? Oder fällt das nur keinem anderen auf, außer mir? Ich meine, ist ja schon... Alter, wie lange braucht ein Schiff zum Bremsen? Habe ich hier keine Traktion auf dem Wasser oder was? Jetzt sammle ich die ganze Scheiße auf, weil ich es lustig finde und weiß noch nicht mal, ob man daraus irgendwas Sinnvolles machen kann. Ja, wenn man rückwärts schwimmt, dreht sich das Schiff auch in die andere Richtung. Sehr geil. So gut, reicht jetzt. Let's go ab nach Hause. Wir müssen unbedingt an den Strand, wir müssen unbedingt ein paar Tiere finden. Aber ich sehe hier noch keine rumlaufen. Vor allem dadurch, dass ja dieser Active Block Modifier ja relativ niedrig eingestellt ist, müssen die Tiere ja, wenn sie spawnen, relativ nah bei uns spawnen. Ne?
Ich meine, das könnte auch ein Grund sein, warum wir hier noch keine Tiere sehen, weil der Strand außerhalb unserer Active Range ist. Alter, ach komm. Danke. Aber wenn Tiere spawnen, müssen sie dafür relativ nah bei uns spawnen, wenn wir auf Land sind. Warten wir einfach mal ein bisschen ab. Okay. So, wir haben etwas von dem. Boah, Alter. Kann man noch irgendwas machen? Wächst im Wasser, auf Erde, Sand, Kies. Wächst im Wasser, aber warum treibt es denn im Wasser immer nach oben? Ach, guck mal, es wächst doch im Wasser. Aber wieso schwimmt es denn überall nach oben? Ja, das ist das Zeug, was überall so lang wächst. Ja, suspekt. Na gut. So. Weg damit. Braucht keine Sau. Wolle haben wir auf jeden Fall keine gefunden. Ich will jetzt aber trotzdem gerne mal anfangen, ein bisschen hier mit Hausbau. Erstmal alles leer machen. So, wir brauchen Holz und Holz und eine Axt. Eine Axt haben wir gar nicht. Na gut. Okay. Ich würde gerne ein Häuschen auf Sandfüßchen bauen. Das heißt, wir machen mal dich weg hier. Brauchen wir allerdings auch relativ viel Holz wieder, ne? Egal. Oder machen wir aus Stein das die Standfüßchen. Mal gucken, wie das aussieht. Naja, der Stein sieht schon mal hässlich aus. Wir müssen ihn also erstmal backen. So, brauchen wir was Brennbares? Ist das Zeug brennbar? Wenn ja, kann man es wenigstens als Feuerzeug, also als Brennmaterial benutzen. Blätter und so haben wir ja keine. Das heißt, wir müssen die Kohle verwenden. Sad life. Ne, ist nicht brennbar. Scheiß die Wand dann. Na gut, was soll's. So schwer kommen wir an Kohle nicht ran. Von daher. So, das heißt, solange wie die Steine brutzeln, kümmern wir uns schon mal um das Feld. Damit wir endlich mal ein bisschen was anbauen können hier. Zum Beispiel euch alle und die paar. Ja, so. Soll das noch reichen? Jutchen. Perfekt. So, jetzt brauchen wir bloß noch eine kleine. Ich nehme mal am besten hier die Kante lang, wo wir die ganzen Wassermelonen anpflanzen können. So. Und da machen wir hier eine schöne Reihe. Wird wieder dunkel. Heilige Scheiße. Ich sag's ja, 72 ist relativ hoch, aber ist halt der Standardtest, der Standardwert. Von daher, kommt die ein Essen war. Danke.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Natürlich habe ich auch ein Feld so viel gemacht. Danke dafür. So. Voila. Easy. Wird echt schon wieder dunkel hier und kein einziges Tier gespawnt. Das ist doch kacke. Programm beenden. Ist hier noch irgendwas falsch? Mob Spawn Chance Remover ist deaktiviert. Ah, kurz. Ja, ne, Mob Spawn ist nicht deaktiviert. Oder liegt es wirklich daran, dass die Active Block Range so klein ist? Kann doch nicht sein. Weil das Problem ist, wenn ich den Wert wesentlich höher setze, dann geht natürlich auf so einem Server, wo viele Leute on sind, CPU-mäßig echt die Post ab. Also, weiß ich nicht. Wir probieren es erstmal mit 4. Mal gucken, ob das funktioniert. So, achso, ihr seht ja davon gar nichts gerade. So, schnell Zimmer neu starten. Und OBS findet auch das Fenster nicht wieder. Es ist ein Trauerspiel. Ah, doch, da. Okay. So, jetzt ist die Active Block Range auf 4 gesetzt. War ja davor noch auf 1 von den alten Servern. Bin mal gespannt, ob wir jetzt Monster spawnen. Drei Creepers, ne? Sprung. Und das war's dann mit dem Ronny. So, das heißt, wir machen uns erstmal hier ein schönes Schwert. Huha, huha, huha. Ich sehe keine Muster. Gut. Lass uns erstmal nicht beirren. Steine. Aber schon ein paar. So. Sonst haben wir kein Cleanstone. Und jetzt würde ich mal gerne aus dem Cleanstone ein paar Bricks machen. Und da brauchen wir ein paar mehr. Wie viel brauchen wir eigentlich? Mal kurz. Also wir brauchen 4 Stützen. Na, an jeder Ecke eine. Und die sollten, ich sag, mindestens 10 Blöcke hoch sein. Das heißt, wir brauchen halt mindestens 40 Steine. Da fehlen noch ein paar. Aber gut, warte mal kurz. Wir können natürlich erstmal hier so machen und dann, ja. So. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Das wäre dann das hier. Das ist schon relativ hoch, ne? Also für 2 Tage reicht es vollkommen aus. Let's go. Autsch. Hier will ich noch ein bisschen mehr hier so rangehen. Das ist gut. Brauche ich aber hier auch noch ein. Ah ne, müsste ja genau die gleiche Höhe sein, ne? Doink. Let's go. Das war dumm. Jetzt bin ich auch noch im Sprung runtergefallen. Dümmer geht's gar nicht. So, erstmal Nahrung. Wie sieht's aus mit Nahrung? Wo sind denn unsere ganzen Schüsseln? Ach, da. Perfekt. So, wir verpfeffern erstmal alles hier. Ich meine, was wir haben, haben wir. Und ganz ehrlich, so. Ju, dann können wir jetzt mal direkt. Ah, ne. Ja, ist halt blöd, dass man, wenn gerade mal anderthalb fehlen, schon keine Herzen mehr regeneriert.
Aber bei anderthalb Dingern schon so eine Schüssel zu essen, ist halt auch ein bisschen Verschwendung. Wobei die Hungerleiste geht ja schon etwas weiter. Boah, Alter, die jetzt fühlt sich aber ja schon schnell auf. Okay, zumindest die ersten paar. Jetzt. Ah, und schon sind wieder welche weg. Okay, interessantes Verhalten. Ich direkt einen hinterher. Ist das sinnvoll? Ich habe keine Ahnung. Und es spawnen immer noch keine Viecher, keine Zombies, keine. Also allgemein keine Monster. Nix, gar nix. Ich bin ein bisschen überfragt. Muss ich ja mal ganz ehrlich zugeben. Gibt's doch ja nicht. Wieso spawnen hier keine Monster? Beenden. So. Wer ist das? Was versuche ich gerade? Ah, keine Ahnung. Ah, gut. Auf jeden Fall habe ich gerade hier ne, diesen Active Block Range. Den habe ich gerade ein bisschen hochgesetzt. Wo ist denn der jetzt? Ne? Da. Ja, da habe ich jetzt hier auf 4 gesetzt. In Hoffnung, dass damit ein paar mehr Monster spawnen. Aber auch das hat nichts geändert. Ich bin also offiziell überfragt, warum keine Monster spawnen. Das ist, by the way, eine neue Option. Ich weiß gar nicht, ob die das hier überflüssig macht. Weil ich habe ja diese beiden Meldungen, weil die ja immer Englisch waren, habe ich die manuell hier gesetzt, damit es halt deutsche Fehlermeldungen sind. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das überhaupt noch machen muss. Wahrscheinlich eher nicht. Aber egal. Ja. Eben noch. Na, für Spawn gibt es nichts mehr. Da gibt es nur diese Spawn-Way, diese Spawn-Chance. Die ist auf 1. Und ansonsten für Mobs gibt es halt auch bloß, dass entfernte Mobs entfernt werden. Habe ich entfernt, weil deaktiviert. Genau, das ist hier das Endermans und so keine Blöcke verändern. Oder wenn Creeper sich in die Luft jagen, dabei nichts zerstört wird. Das ist halt das, wenn Mobs sterben, sie Items droppen. Und mehr gibt es hier gar nicht. Sonst gibt es eigentlich keine Einstellung, die irgendwas mit den Tieren verändert. Könnte also bloß noch irgendwas Allgemeines sein, dass halt zum Beispiel die Bereiche nicht aktiv sind. Aber genau dafür habe ich ja diese Active Block Range hochgesetzt. Das sollte also auch kein Fehler mehr sein. Es spawnt aber immer noch nichts. Das ist ein bisschen. Habe ich irgendwas hier mit Entities? Nö. Objects ist auch sehr hoch. Genau. Also daran kann es auch nicht liegen. Oder habe ich hier Active Block Range mal zweimal gesetzt? Guck mal kurz. Active. Nö. Bloß die beiden Optionen. Ich meine, ich kann jetzt nochmal probieren, das noch höher zu setzen, hier auf 16. Aber das wird dann halt mit den reellen Servern, wenn ich die dann öffentlich setze, nicht funktionieren. Weil so eine Block-Range bei mehreren Spielern, da brauchst du halt 3 Terabyte Arbeitsspeicher oder so, keine Ahnung. Das wird also so nicht praktikabel sein. So. Probieren wir das Ganze mal nochmal. Ich bleibe jetzt hier auch mal im Fenstermodus, damit ich hier nicht vergesse, wieder umzuschalten. Ist von etwas niedriger Framerate. Siehst du, jetzt ist wieder Tag. Wie als denn die Zeit einfach weitergelaufen ist, obwohl der Server down war. Na egal. So, jetzt gucken wir mal hier. Oh ja, Alter. Man merkt richtig, wie die Framerate wesentlich niedriger so ist. Ist ja vielleicht 40 FPS. Fühlt sich eher an wie 30. Oder eher so. Ja. Maximal 30.
Wir brauchen Wolle, verdammte Schwanzarschkacke. Oh ja, oh ja. Also, man merkt ja, ich habe ja hier einen High-End-Rechner, also zumindest einen sehr leistungsstarken. Und hier 18.000 aktive Blocks haben wir jetzt. Deswegen eine Active Block Range von 16 ist halt apostrophisch. Ich glaube, der Standardwert liegt bei 6, soweit ich weiß. Und mit 16 sind wir halt so weit drüber und es spawnt trotzdem, also es passiert halt trotzdem nichts. Ich mach's mal wieder ein bisschen niedriger. Ich mach den mal auf tatsächlich auch auf 6. Ja. Bam. Server neu starten. Und dann gehen wir nochmal rein. Aber 16 ist halt einfach zu hoch. Und wenn meine Workstation schon struggelt, dann wird der Laptop, auf dem das Ganze ja dann eigentlich laufen soll, erst recht die Grätsche geben. Also nicht die Grätsche geben, wird weiterlaufen, aber der Server wird halt tierisch laggen. Und das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Deswegen, also 6 ist der normale Standardwert. Und ich habe bei Servern, die ich hoste, wenn ich die halt lokal hoste, in der Regel maximal 4. Weil für mehrere Spieler, die gleichzeitig spielen, ist das schon ein guter Wert. Ja. Aber es passiert halt einfach nichts. Es spawnt immer noch keine Tiere. Ich meine, ich kann mal in der nächsten Folge, kann ich ja mal in die Mob-Mod reingucken und dann mal gucken, ob da irgendwas ist, was mir auffällt. Aber da hatte ich, glaube ich, schon nachgeguckt gehabt. Da ist mir erstmal nichts aufgefallen. Ich meine, im schlimmsten Fall ist die Mod gar nicht aktiv. Wobei dann schon die Frage wäre, warum, weil das ist eine Standard-Mod, die ist direkt im MyClone drinne. Also ich glaube nicht, dass man die überhaupt deaktivieren kann. Da genau, MCL-Mobs, MCL-Mobs-Spawners, ist alles aktiv. Und dann müsste es hier noch eine Mod geben, die heißt einfach nur Mobs Mindclone oder irgendwie so. Genau da. Mobs Mindclone ist auch aktiv. Also die Mods sind alle aktiv, aber es passiert einfach nichts. Nächsten Jahr da. Okay. Dann würde ich mal sagen, das war's für die Folge. Und dann gucken wir mal nächste Folge weiter, wie wir denn gucken. Was? Bis dann.